Und jetzt werde ich sagen, wer als nächstes gleich auf der Bühne steht. Es ist Camillo. Yay! Yeah. Lieber Camillo, du bist erst seit 2 Jahren in Deutschland. Du kommst aus Kolumbien. Genau, ich komme aus Kolumbien. Bisschen mehr Latino-Würze für uns alle? Ja. Bist du bereit? Okay. Ab ins Backstage mit dir, Camillo. Wir freuen uns auf deinen Auftritt. Oh my God. Ich kann direkt seine kolumbianische Spirit spüren. Nur weil er kommt aus Kolumbien. Ich habe mir so ein gutes Gefühl mit dieser nächsten Performance. Ich auch. Ich bin Camillo, ich bin 25 Jahre alt. Ich mache gerade ein FSJ im Kinderdorf im Bereich Musikpädagogik. Ich unterrichte Klavier. Ich kam nach Deutschland, weil ich wollte eine neue Sprache lernen. Ich wollte neue Leute kennenlernen. Dann bin ich im Kinderdorf gelandet und ich bin total froh, dass ich da arbeiten kann. Ich habe von Geburt Hörprobleme. Ich habe mich in Kolumbien daran gewöhnt, ohne Hörgeräte zu leben. Aber als ich hier in Deutschland gekommen bin, oh Mann, nein, ich kann gar nicht verstehen. Ich muss auf jeden Fall meine Hörgeräte kaufen, weil wenn du eine neue Sprache lernen möchtest, du musst auf jeden Fall alles verstehen. Die Musik bedeutet für mich alles. Ist Leben, ist Lieben, ist Leidenschaft. Also meine Hörprobleme war eigentlich nie ein Problem für mich im Musikbereich, ja. Also meine Musikleidenschaft war immer größer als meine Hörprobleme. Die Musik war für mich immer an die erste Stelle. Ich bin total nervös, total aufgeregt, aber ich möchte auf jeden Fall da. Also ich müsste jetzt performen und ja, mal schauen, was passieren wird. Ich kenne nicht so viele spanische Songs. La cucaracha, la cucaracha. Das macht er bestimmt. Oder was ganz Klassisches. So Latino-mäßiges. Ja, auf jeden Fall ist ein Traum für mich, hier aufzutreten. Als ich ein Junge war, ich wusste, dass ich immer auf der Bühne sein möchte. Also ein Kolumbianer in Deutschland, im Fernsehen. Oh, cool. Hallo, alle zusammen. Ich bin Camillo. Wie gesagt, ich komme aus Kolumbien und es ist eigentlich nicht so einfach, so weit weg von meiner Heimat, meiner Familie und meinen Freunden zu sein. Aber wenn ich dieses Lied singe, ich fühle mich, als ich dort wieder wäre. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber de veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo, lleno de dolor. Respiré de este humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y te bajo por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Que tengo la camisa negra y te voy.
hast Latino-Würze auf jeden Fall hierher gebracht. Und was wir auch nochmal wirklich sagen müssen an dieser Stelle, du lebst und hörst und singst auch mit Hörgeräten. Oh. Das zu schaffen, mit Hörproblemen auch noch so Wahnsinn zu singen. Großen Dankeschön. Respekt an dieser Stelle, lieber Camilo. Dankeschön. Oh, Manu. Vielen Dank. Die Hüftschwung hatten auf jeden Fall einige hier drauf. Hier ist deine Stimmenanzahl. Oh. Vielen Dank. Vielen Dank. Es sind 26 Stimmen. Deborah. Yes. Deborah, du bist aufgestanden für Camilo. Ja, yeah, weil ich finde, er hat eine tolle Stimme. Er hat das richtige Lied ausgewählt und er hat eine gute Performance abgeliefert. Latina-Würze. So, das war die Latina-Würze. Die haben wir auch noch yeah. gespürt. Und er hat mir sehr gut gefallen. Muss sehr ich gut, sagen. Ja, vielen Dank. Das hat mir sehr aufgestellt. Vielen, vielen hat mir gut gefallen. Lia, du bist sitzen geblieben. Ja, ich bin sitzen geblieben. Ich finde deine Stimme sehr interessant und du hast auch am Ende von jedem, sag ich mal, Wort so ein bisschen den Vibrato reingebracht. Das fand ich super, super schön. Mir hat ein bisschen noch was gefehlt, aber ich sag dir ehrlich, also daten würde ich dich, aber... Also geht so ein bisschen gerade alles durch mit mir, aber ansonsten... Nein, Dankeschön, ich, ja, ich, Dankeschön. Aber beim Hüftschwung... Ach komm, ich sag nichts mehr. Ich hyperventiliere sonst. Es wird heiß hier drin, es wird heiß hier drin. Leider hat es diesmal nicht gereicht. Du, lieber Camilo, bekommst nochmal einen großen Applaus. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao.